Na dann, fangen wir an. Heute veranstalten wir unseren eigenen Stairway to Heaven-Wettbewerb. Ein Stairway to Heaven-Wettbewerb? Lustig! Hier sind die Regeln. Wir beide werden getrennt voneinander arbeiten und die fortschrittlichsten Treppen bauen, die wir bauen können. Dann versuchen wir abwechselnd, sie zu erklimmen. Prima! Ich werde einige Überraschungen auf meiner Treppe hinterlassen. Großartig. Machen wir uns an die Arbeit. Es sieht so aus, als würde Mikey dort drüben bauen. Ich werde hierher gehen, um etwas Abstand zwischen uns zu bringen. Okay. Zeig mir, was du später machst. Jetzt, wo ich Mikey nicht mehr sehen kann, fange ich an zu bauen. Lass uns mal anfangen. Ich habe vor, Quarzblöcke für dieses Material zu verwenden. Es wird nicht einfach sein, alles manuell zu erledigen. Wenn ich die ganze Treppe so machen muss, sitze ich den ganzen Tag hier fest. Ich frage mich, ob es einen effizienteren Weg gibt, diese zu bauen. Ich glaube, ich kenne einen Trick, der mir ernsthaft helfen kann. Befehlsblöcke. Okay, jetzt brauche ich einen Rüstungsständer. Ich kann ihn hier hinstellen. Das sollte fürs Erste gut sein. Sobald es so ist, kann ich den Befehlsblock einrichten, um einen bestimmten Befehl auszuführen. Mal sehen. Na bitte. Das ist gut. Jetzt muss ich einen Hebel daneben platzieren und umlegen. Hä? Oh, ich weiß, was zu tun ist. Los geht es. Jetzt kann ich Treppen so gestalten, wie ich es mir vorgestellt habe. Das wird funktionieren. Problem gelöst. Jetzt muss ich einen dritten Befehlsblock mit den anderen beiden verbinden. Dieser gibt einen Teleportbefehl aus. 1, 1. So. Ich bin fertig. Jedes Mal, wenn ich den Schalter umlege, sollten weitere Treppen erscheinen, die den Rüstungsständer bis zur obersten Stufe teleportieren. Wow, das ist erstaunlich. Es ist sogar besser, als ich erwartet hatte. Als nächstes muss ich einen Komparator installieren. Prima. Schau dir das an. Er erstellt automatisch Treppen. Schau, wie es nach oben geht. Ich hoffe, meine Treppe wird nicht versehentlich zu hoch. Das sollte für den Moment hoch genug sein. Ich fange besser damit an, die erste Ebene meiner Treppe zu entwerfen. Ich gebe einen Befehl ein, um eine breite Plattform zu erstellen, die vollständig aus Quarzblöcken besteht. Es hat funktioniert. Das sieht fantastisch aus. Hier plane ich, die Haustür hinzumachen. Welche soll ich verwenden? Wie wäre es mit einer Zellentür? Hier kommt niemand durch. Das sieht fantastisch aus. Perfekt. Nun also. Ein paar letzte Handgriffe. So. Ich werde hier einen goldenen Block in der Mitte hinzufügen. Dort setze ich den Hebel an, der die Tür öffnet. Für Level 1 ist es mein Plan, einen Haufen Monster zu spawnen. Ich werde auch viele Truhen einbauen, in denen Mikey herumstöbern kann. Ich verwende alle verschiedenen Formen und Größen von Truhen. Jetzt ist es an der Zeit, den Hebel für die Tür in einer von ihnen zu verstecken. Wie wäre es mit der da drüben? Es wird Mikeys Aufgabe sein, den Hebel in der Truhe zu finden, ihn am Tor zu installieren und die Tür zu öffnen. Ich denke, ich werde ihm auch etwas zu essen geben. Er liebt Äpfel. Ich wette, er wäre auch an einer Rüstung interessiert. Wie wäre es mit einer Lederrüstung und einem Holzschwert? Ich möchte ihm nicht zu viele Leckereien geben, sonst wird es ihm zu einfach. Jetzt muss ich noch ein paar Wachen hinzufügen, um die Schatztruhe zu schützen. Werfen wir einen Blick darauf, ja? Oh, dieser alte Mann kann der Wächter sein. Wenn Mikey es schafft, ihn zu besiegen, kann er das nächste Level erreichen. Ich werde seine Werte schön niedrig halten. Schließlich ist dies nur Stufe 1. Perfekt, er ist super schwach. Jetzt nehmen wir diesen alten Kerl und kopieren ihn ein bisschen. Auf diese Weise ist es eine ganze Armee von Schwächlingen. 5 sollten genug sein. Es besteht eine kleine Chance, dass Mikey nicht in der Lage sein wird, sie alle abzuwehren. Aber ich denke, es wird ihm gut gehen. Ich mache sie so schwach, wie ich nur kann. Nun, das ist alles für Level 1. Es gibt 5 alte Wachen, 6 Truhen und 3 der Truhen haben Gegenstände. Sobald er den Hebel bekommt, wird er in der Lage sein, zum nächsten Bereich überzugehen. Bevor wir mit der Arbeit an der zweiten Ebene beginnen, brauchen wir noch ein paar Treppen. In diesem Fall nehmen wir besser wieder den Rüstungsständer. Los geht es. Perfekt. Die Treppenmaschine ist fertig. Es ist an der Zeit, eine weitere massive Treppe zu bauen. Prima.
Oh, wow, automatische Treppen sind sehr nützlich. Obwohl ich es vielleicht ein wenig übertrieben habe mit den Stufen. Das sollte fürs Erste gut sein. Zeit, Level 2 zu machen. In der zweiten Stufe dreht sich alles um die Wahl. Mikey wird 3 Optionen haben. Das sollte gut genug sein. Die zweite Stufe ist wirklich einfach. Ich werde eine Wand in der Mitte anbringen, so wie diese. Dann werde ich die Seiten entlang der Rückseite zumauern. Ich kümmere mich zuerst um diesen Abschnitt. Nun zur anderen Seite. Los geht es. Großartig. Ich werde es so einrichten. Soweit, so gut. Ich brauche 3 verschiedene Passagen. Dies wird Mikeys Auswahl sein. Mein Plan ist es, goldene und silberne Türen zu verwenden. Ich möchte sie auf eine bestimmte Art und Weise machen, also muss ich es manuell tun. Es gibt einen. Es gibt 2. Meine silberne Tür ist eigentlich aus Eisen, aber ich nenne sie vorerst nur Silber. Die goldene kann nach rechts gehen. Was den mittleren Weg betrifft, so werde ich zunächst einige Schilder aufstellen. Kannst du erraten, was auf sie kommen wird? Ja, ein Gemälde. Moment. Warte. Na bitte. Viel besser. Das sind meine 3 Türen. Die erste Tür ist Silber. Die nächste Tür ist aus Gold. Was die Mitte betrifft, so ist es eigentlich ein Geheimgang. Es ist nicht wirklich eine Tür, es ist nur ein Gemälde. In jedem Fall muss sich Mikey zwischen diesen 3 Wegen entscheiden. Ich bin mir nicht sicher, ob er den Geheimgang in der Mitte nicht sofort bemerken wird. Ich sollte es ihm wohl etwas schwerer machen. Hier ist der Plan. Die goldenen und silbernen Türen sind die falsche Wahl. Okay. Mikey muss sich zwischen den 3 entscheiden. Und wenn er sich für Gold entscheidet, fällt er zu Boden. Das gleiche wird passieren, wenn er die silberne Tür wählt. Er wird in sein Verderben fallen. Hoffen wir nur, dass Mikey den Geheimgang entdeckt, bevor es zu spät ist. Nun also. So, das war's für Stufe 2. Auf zum nächsten Level. Bevor wir das tun, müssen wir die automatische Treppe wieder in Gang bringen. Wow, schau es dir an, los! Jetzt ist es an der Zeit, mit der Arbeit an Level 3 zu beginnen. Ich habe mir dafür etwas ganz Besonderes ausgedacht. Zunächst einmal muss ich damit beginnen, hier oben eine Plattform aufzubauen. Ich kümmere mich darum. Perfekt! Die Plattform ist startklar. Eigentlich ist sie ein bisschen zu groß. Na bitte, ich habe sie verkleinert. Das ist die perfekte Größe. Jetzt muss ich sie nur noch ausfüllen. Ich gehe einfach so an der Kante entlang. Fast fertig. Ein bisschen höher. So, ich habe sie eingemauert. Was kommt als nächstes? Ah, ein Dach. Großartig. Dieses Level sieht bisher wirklich gut aus. Zeit, einen Eingang in der Wand zu machen. Das ist perfekt. Jetzt kann ich hineingehen. Es mag wie ein normales Gebäude aussehen, aber ich habe es aus einem bestimmten Grund so gebaut. Du wirst gleich sehen, warum. Zuerst werde ich einen Kolben unter dem Boden am Eingang aufstellen. Danach muss ich es mit einem weiteren Quarzblock abdecken. Perfekt. Danach tue ich etwas Redstone-Staub direkt oben drauf. Ich sollte den Boden besser wieder in den Normalzustand versetzen, bevor ich es vergesse. Nun zum wichtigsten Teil. Hinzufügen der Druckplatte. Sobald sie aktiviert wird, verschließt sich der Eingang hinter dir. Wenn man einmal eingetreten ist, kann man sie nicht mehr verlassen. Mikey wird von dem Moment an, in dem er hereingekommen ist, gefangen sein. Schau dir das an. Der Kolben dichtet alles bis auf eine winzige Öffnung ab. Ohne den Vordereingang gibt es keinen Ausgang. Das wird das Thema dieses Levels sein. Ein Escape Room. Sobald Mikey merkt, dass er in dem großen leeren Raum gefangen ist, werde ich ihm ein Finde-den-Unterschied-Rätsel für seinen ersten Hinweis geben. Zum Beispiel platziere ich diese 3 Falltüren an der Wand. Die rechte wird angehoben und die anderen beiden nach unten geschoben. Wenn er die 3. Falltür herunterlässt, löst er das Rätsel und geht weiter. Jetzt werde ich 3 Redstone-Lampen aufstellen, aber nur 2 davon werden aktiviert. Hier drinnen könnte es dunkel werden.
Für dieses Rätsel muss Mikey alle drei Lampen anzünden, um es zu lösen. Sobald er dies getan hat, kann er mit dem nächsten Abschnitt fortfahren. Der letzte Abschnitt besteht aus drei Gegenstandsrahmen. In dem Rahmen findet Mikey drei Redstone-Fackeln. Aber einer von ihnen wird sich in einem Winkel befinden. Er muss es reparieren, um zu entkommen. Danach kann er weiterziehen. Ich muss nur einen Komparator an die Wand stellen. So, das ist perfekt. Was, wenn ich eine Geheimtür hinzugefügt hätte? In etwa so. So. Nun zu diesem Abschnitt. Das wird großartig. Okay. Ich sende das Signal von hier. Prima. Das sollte funktionieren. Hoffentlich erkennt Mikey, was zu tun ist. Sobald er die schiefe Redstone-Fackel repariert hat, öffnet sich die Tür und er kann entkommen. Warte eine Sekunde. So, es hat funktioniert. Wenn er nun die schiefe Redstone-Fackel repariert, öffnet sich die Geheimtür. Das ist unglaublich. Okay, nur noch ein paar Dinge. Ansonsten ist Level 3 endlich abgeschlossen. Der Ausgang sollte in eine Lüftungsschacht übergehen. Ich werde diese Blöcke für die Entlüftung verwenden. Das wird episch. Fast fertig. Eine Sekunde. Hoppla. Moment. Okay. Ich verlängere den Lüftungsschacht über den Rand. So weit, so gut. Mikey wird ausflippen, wenn er durch dieses Glas nach unten schaut. Es ist gerade genug Glas, um hindurchzuschauen. Zwei weitere. Wow, schau, wie hoch ich bin. In Ordnung. Sobald Mikey hier durchgekommen ist, geht er zum nächsten Level über. So, das ist gut. Jetzt muss ich eine Treppe bauen, die die Entlüftung mit der vierten Ebene verbindet. Ich werde es automatisieren, damit es schneller geht. Rüstungsständer? Befehlsblöcke? Und los geht's! Diese Treppe führt direkt in den Himmel. Das ist hoch genug. Zeit, um weiterzumachen. Ich hoffe, ihr seid bereit für etwas Großartiges. Denn Level 4 wird euch umhauen. Ich werde Mikeys athletische Fähigkeiten testen. Ich muss nur ein paar Befehle eingeben. Na bitte, jetzt haben wir unsere Plattform. Ja, perfekt. Das wird die coolste sportliche Herausforderung, die du je gesehen hast. Er muss diesen Pfad entlang laufen, ohne in die Lava zu fallen. Es ist ein bisschen wie ein Speedrun durch ein Labyrinth. Nur dieses Mal, wenn er es vermasselt, wird er zu einem Knusper verbrannt. Hoffen wir, dass es ihm gut geht. Soweit, so gut. Ich frage mich, ob er versuchen wird, eine Abkürzung zu nehmen, indem er zwischen den verschiedenen Abschnitten des Weges hin und her springt. Perfekt. Nun also. Es wäre viel zu einfach für ihn, wenn das alles wäre. Also werde ich es etwas schwieriger machen. Mal sehen, was er dazu zu sagen hat. Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir, Ihnen Mini-Kobolde vorzustellen. Das wird diesen sportlichen Test um einiges schwieriger machen. Ich werde Sie in Haftzellen auf beiden Seiten der Plattform platzieren. Die Haftzelle sieht in etwa so aus.
Dann hier drüben, auf dieser Seite, eine weitere Haftzelle. Genau so. So, das sollte gut sein. Der erste Mini-Goblin ist fertig. Jetzt ist es an der Zeit, einen ganzen Mob zu spawnen. Diese Mini-Goblins wurden entwickelt, um Mikey entlang der Lavaspur zu jagen. Ich werde noch ein paar mehr hinzufügen, um es noch schwieriger zu machen. Sie werden ihn herumjagen, bis Mikey es sicher ans andere Ende geschafft hat. Es könnte eine gute Idee sein, noch mehr hinzuzufügen. Im Moment muss ich den Eingang einrichten. Ich denke, ich werde stattdessen Eisenstangen verwenden. Perfekt! Ich werde auch Eisentür und Eisenblöcke verwenden. Viel besser! Jetzt ist es an der Zeit, den Hebel hinzuzufügen. Sobald Mikey diesen Hebel betätigt, beginnt die Herausforderung. Er wird einen mehr tun, als nur die Tür zum Lavazug zu öffnen. Das dauert eine Minute. Ich richte eine Verbindung unter der Plattform ein, die die Türen zu den Mini-Goblins-Käfigen öffnet. Das gesamte System wird vernetzt. So. Nur noch ein paar Dinge. Prima. Nun diese Seite. Los geht es. Lass mich nachdenken. Das sollte funktionieren. Toll! Der Kreislauf ist komplett. Wenn du nun den Hebel betätigst, öffnen sich die Zellen auf beiden Seiten und geben die Mini-Goblins frei. Diese Jungs können sich ziemlich schnell bewegen. Du willst nicht, dass sie dich einholen. Mikey muss durch die Lavaspur rennen, um ihnen auszuweichen. Lass es uns testen. Wow, das ging viel zu schnell. Ich brauche eine Minute. Wow! Okay, diese Mini-Goblins sind zu stark. Dagegen muss ich etwas tun. Ihre Angriffskraft geht durch die Decke. Lass mich noch eine letzte Anpassung vornehmen. Großartig, ich habe es repariert. Wenn Mikey jetzt den Hebel betätigt, rast er durch die Lavaspur, während er versucht, den Mini-Goblins auszuweichen, die ihn jagen. Dann muss er darauf achten, nicht in die Lava zu fallen. Sobald er das getan hat, war es das für Level 4. Ich werde noch eine Treppe machen, die zur 5. Ebene führt. Hier ist der Rüstungsständer. Diese automatischen Treppen haben sich für meinen Turm als sehr zuverlässig erwiesen. Das sollte gut genug sein. Es ist an der Zeit, zur 5. Stufe überzugehen. Für diese werde ich die Herausforderung viel einfacher machen. Es wird das bisher einfachste Level sein. Ich muss nur einen Befehl eingeben. Na bitte, wir haben unsere Plattform. In diesem Level dreht sich alles um Falltruhen. Ich lege sie in der Mitte aus. Mikey muss sich für eine der drei Truhen entscheiden. Die Truhe in der Mitte wird die richtige sein. Wenn Mikey es schafft, sie auszuwählen, wird er eine ganze Reihe von Leckereien bekommen. Mal sehen, ich frage mich, was ich hineinstecken soll.
Wie wäre es mit einer Kampfrüstung? Das ist eines der härtesten Rüstungsteile, die du bekommen kannst. Was die Waffe angeht, werfe ich ein Alien-Blaster-Gewehr rein. Klingt gut. Oh, ich darf die Munition nicht vergessen. Diese Truhe ist beladen und einsatzbereit. Die anderen beiden Truhen werden die falsche Wahl sein. Für die erste ist eine einfache Explosion in Ordnung. Wird es hier aktiviert? Ich denke, wir werden es herausfinden. Wow, das war schlimmer, als ich dachte. Die erste Truhe ist eine TNT-Falle. Wenn Mikey sie öffnet, wird der Boden explodieren und er wird einen kurzen Ausflug zu Boden machen. In dieser Höhe steht ihm ein böser Sturz bevor. Level 5 hat einen großartigen Start hingelegt. Mikeys erstes Hindernis wird diese TNT-Falle sein. Ich werde sie zurücksetzen. Der TNT-Block muss genau hierhin. Ein Block reicht aus, um eine große Explosion zu erzeugen. Was mache ich mit der Truhe rechts? Ich denke, ich werde TNT auch darunter packen. Okay, die einzige Möglichkeit, wie Mikey diese Phase überstehen kann, ist, wenn er die Truhe in der Mitte auswählt. Beide Truhen an den Seiten sind mit TNT versehen. Die mittlere hat einige wirklich epische Gegenstände im Inneren. Das war's für Level 5. Es ist an der Zeit, weiterzumachen. Dies ist die letzte Treppe. Danach tritt Mikey gegen den Endboss an. Es wird irgendwo auf Ebene 6 sein. Ich sollte den Weg zum Endboss etwas länger machen. Das sieht ziemlich gut aus. Okay, jetzt ist es Zeit für den Endboss. Ich werde ihn an der Seite halten. Es mag seltsam erscheinen, aber ich werde es später erklären. Okay, dieser nächste Teil wird der Bereich des Endbosses sein. Ich werde eine Plattform dafür herbeirufen. Na bitte, das sollte funktionieren. Nun geht es um den Einbau einiger Hightech-Türen. Sobald sich die Türen öffnen, beginnt der Kampf. Als nächstes werde ich die Seiten mit einem Eisenzaun auskleiden. Perfekt! Prima! Das ist ziemlich cool! Das sieht toll aus! Nun zum Endboss. Ich habe mich schon entschieden, was es sein soll. Guck dir das an! Es ist ein riesiger Kobold! Sein Gesundheitszustand ist etwas zu hoch, also lasst uns ihn auf 300 reduzieren. Das ist immer noch super stark! Was seine Angriffskraft angeht, werden wir sie auf 10 anpassen. Er wird ernsthaft Schaden anrichten. Sobald der Boss besiegt ist, verdient Mikey einige Belohnungen. Da wir dieses Mal so hoch oben am Himmel sind, werde ich ihm eine Schatztruhe mit einem Himmelsthema geben. Mikey liebt Diamanten. Aber Diamanten sind ein bisschen zu langweilig für den heutigen Schatz. Stattdessen gebe ich ihm eine supermächtige Diamantwaffe. Er wird das lieben. Ich könnte hier genauso gut auch ein paar normale Diamanten und Gold einwerfen. Das reicht aus, um ihn ein Leben lang zu begleiten. Das wird die beste Belohnung sein, die Mikey je bekommen hat. Mal sehen. Es besteht die Möglichkeit, dass Mikey den Kobold sieht und nervös wird. Schließlich ist es ziemlich beängstigend. Wenn er versucht wegzulaufen, werde ich einen Weg vorbereiten, ihn einzufangen. Ich lege einen Hebel unter die Brücke. Ich werde ihn nur umdrehen, wenn er versucht zu entkommen. Ich rüste die Brücke mit TNT aus, damit sie zerstört wird, bevor er eine Chance hat, hinüberzugehen. Es gibt kein Zurück mehr. Wie soll das funktionieren? Ich muss mich auf der Brücke bewegen. Ich frage mich, ob dies ein guter Ort ist. Das sollte gut sein. Sind die Redstones verbunden? Dieser Kommandoblock wird das TNT spawnen und dann die Brücke in die Luft jagen. Ich muss auch Redstone-Blöcke verwenden. Es ist fertig. Wenn Mike jetzt versucht, vor dem Goblin-Boss wegzulaufen, wird er es nicht schaffen. Das bedeutet, dass er zu einem 1-gegen-1-Kampf gezwungen wird, bei dem der Sieger alles bekommt. Lasst uns sicherstellen, dass er den Boss nicht von der Kante stoßen kann. Die Truhe mit dem Himmelsmotiv ist die Belohnung für den Sieg über den Goblin-Boss. Das ist alles, was wir für das letzte Level tun müssen. Dieser Ort sieht fantastisch aus. Meine Treppe zum Himmel ist endlich vollendet. Ich sollte nachsehen, ob Mikey auch fertig ist.
Es sieht so aus, als ob Mikeys Stairway to Heaven fertig ist. Ich werde zuerst gehen und sehen, ob ich ihn schlagen kann. Wird schon schief gehen. Es geht super hoch in den Himmel. So weit kann ich nicht sehen. Es muss also wirklich hoch sein. Ich werde alle Level meistern und dann sehen, was oben ist. Viel Glück. Wuhu! Es ist Zeit, ein paar Treppen zu steigen. Das ist lang. Ja. Oh, das ist Level 1. Mal sehen. Ich weiß, was das ist. Es ist ein Schleimparcours. Gut gemacht. Level 1 ist Schleimparcours. Du musst den Schleim als Trampolin benutzen. Wow! Ich habe das verstanden. Oh, ich bin runtergefallen. Hoppla. Es ist nicht leicht. Wuhu! Los geht's. Gut. Langsam und stetig. So. Wow, du machst es. Oh. Einfach so. Wow. Noch eins. Oh, du hast das. Ich muss auf dem großen Schleimfleck dort unten landen und dann zur nächsten Plattform springen. Ich kann das. Los. Alles klar. Cool. Wow, ich habe es geschafft. Ich dachte, es würde schwieriger werden. Ich gehe die Treppe hinauf. Was kommt als nächstes? Mach weiter. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was oben drauf ist. Warte, was ist das? Guck. Eine Sackgasse? Vielleicht. Ich weiß nicht, ob du diesen Weg gehen solltest. Ha, jetzt bin ich noch neugieriger, was drin ist. Vielleicht, wenn ich diese Truhe zuerst öffne. Wow, schau dir das an. Ich setze zuerst den Helm auf. Ich sollte auch den goldenen Apfel essen, für den Fall, dass etwas Gefährliches vor mir liegt. Das war köstlich. Danke für die Leckereien, Mikey. Mhm. Ich weiß, dass diese Tür tabu ist, aber ich gehe trotzdem hinein. 3, 2, 1. Oh, hey, es ist ein Labyrinth. Ja. Oh. Viel Glück. Warte, hier drüben ist eine Truhe. Ich werde sie öffnen. Warte mal, es sind nur einige Schnüre. Mhm. Was soll ich mit 4 Schnüren machen? Oh. Ich habe daraus einen Wollblock gemacht. Nicht schlecht. Auf geht's. Super. Was ist hier drüben? Oh, Wüstenzombies. Holt ihn euch. Lasst JJ nicht weitergehen. Aber Mikey, ich kann sie mit meinem goldenen Schwert töten. Nein, sie sind ziemlich stark. Oh. Erledigt. Eine Truhe. Ja, vielleicht steckt ein Schatz darin. Schatz. 3, 2, 1, aufmachen. Hä? Schneebälle. Ich fange an, das Gefühl zu haben, dass all diese Schätze ein Witz sind. Was? Auf keinen Fall, JJ. Hm. Oh, da ist noch eine Truhe direkt vor mir. Wow, schau mal. Oh. Das ist kein Scherz. Vielen Dank. Mehr Wüstenzombies. Ich kümmere mich besser um sie. Wow. Auf geht es. Wow. Fast. Oh, kommst du klar? Ja. Vorsichtig. So. Oh, wow. Ja, ich habe es getan. Gut gemacht. Warte, brauche ich für diese Tür einen Hebel? Stimmt. Hast du sie verpasst? Wahrscheinlich. Abwarten. Siehst du das? Ja. Ha, es funkelt. Das muss der wahre Schatz sein. Ich wette, der Hebel ist drin. Wer weiß, wie viele Leckereien drin sind. Warum öffnest du sie nicht? Tolle Arbeit, JJ. Vielen Dank. 3, 2, 1, offen. Hä? Wow. Es ist voll mit verfaultem Fleisch. Das brauche ich nicht. Schade. Du bist kein Fan von verdorbenem Fleisch. Das ist dein Problem, nicht meins. Das glaube ich nicht. Das ist der schlimmste Schatz aller Zeiten. Verfaultes Fleisch ist ekelhaft. Werfen wir mal einen Blick von hier oben. Hm, clever. Hm? Hm? Hm, was ist das? Siehst du es? Diese Rahmen sind mit Enderperlen versehen. Ich verstehe es jetzt. Ich muss diese Blöcke mit einer Enderperle treffen, um auf die andere Seite zu gelangen. Oh. Der Hebel war doch nur eine Ablenkung, oder? Eindrucksvoll. Du hast es herausgefunden. Für einen Moment hattest du mich dort. Zeit, meine Enderperle zu werfen. Oh. Ja. Toll gemacht. Ich muss mich der Spitze nähern. Du könntest es sogar schlagen. Los geht's. Auf dem Weg nach oben. Was siehst du? Unglaublich. Wow. Lava-Parcours. Ja. Sei vorsichtig, es ist hart. Mach langsamer. Ich liebe es, Lava-Parcours zu machen. Kannst du es schlagen? Du bist wirklich nah dran. Ja. Es sollte hart werden. Springen? Wow. Das kann nicht sein. Ich war im Groove. Wow. Das hat Spaß gemacht, Mikey. Danke. Das sind dünne Treppen. Ich frage mich, warum? Es gibt eine Leiter. Ich muss nah dran sein. Aber zuerst diese Truhe. Hm? Fertig? Offen. Wow, großartig. Ich glaube es nicht. Es handelt sich um eine komplette Diamantrüstung. Das ist ziemlich cool, oder? Wow. Wow. Der Boss muss in der Nähe sein. Also gehe ich diese Treppe hinauf. Auf geht es. Gut gemacht.
Ich hoffe, ich falle nicht. Ja. Das ist beängstigend. Es wird sich lohnen. Ich werde mein Bestes geben. Wow. Geradeaus die Leiter hinauf. Was erwartet mich an der Spitze? Wahrscheinlich etwas Gutes. Das musst du herausfinden. Was glaubst du, was es ist? Ich kann es kaum erwarten. Los geht es. So, du hast es geschafft. Hä? Was ist das, ein Clown? Ja. Huch. Er ist niedlich. Nicht unbedingt. Ist er Freund oder Feind? Wer weiß. Nein, es ist ein Feind. Geh zurück. Hol ihn hier. Ja. Komm schon, Clown. Schalt den JJ aus. Dieses Ding hat keine Chance gegen meine Diamantrüstung. Ja. Jetzt habe ich dich. Oh, er ist heruntergefallen. Ich stieß ihn von der Kante. Oh nein. Ich habe gewonnen. Wow. Zeit, meinen Preis abzuholen. Ist das die Truhe? Ja. Ich bin dabei, meine Belohnung für den Sieg über Mikeys Himmelstreppe zu erhalten. 3, 2, 1, offen. Wow, cool. Das hast du toll gemacht. Hier gibt es allerlei gute Sachen. Du hast es dir verdient. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Danke. Als nächstes bist du an der Reihe, meine Herausforderung auszuprobieren. Ich bin bereit. Auf geht es. Jetzt ist Mikey an der Reihe, meine Herausforderung auszuprobieren. Oh, klingt nach Spaß. Nur zu, Mikey. Okay. Los. Alles klar. Oh. Ich bin im Handumdrehen fertig. Ich werde es bei meinem ersten Versuch schaffen. Viel Glück. Danke. Du bist fast auf der ersten Ebene. Nur noch ein paar Schritte. Wow. Schau dir das an. Huh? Das ist Stufe 1. Cool. Oh. Wow. Hey. Autschi, wozu ist das? Hey, lass das sein. Geh weg von mir. Mikey? Hey, hör auf damit. Nein. Los, Mikey. Ah! Es gibt eine Menge gemeiner alter Männer auf der Ebene 1, die es auf dich abgesehen haben. Geh weg von mir. Warte, öffne die Truhe. Oh, Truhe. Richtig. Es könnte dir helfen. Hä? Äpfel. Äpfel? Das muss ein Witz sein. Oh, ein Hebel. Sie kommen näher. Tut mir leid, alte Leute, aber ich verschwinde hier. Tust du das? Ja. Fast runtergefallen. Vorsichtig. Hey. Was nun? Verschwinde von mir. Mikey, du gewinnst. Oh, du hast recht. Ich bin stärker, als ich dachte. Oh. Ich besiege sie. Mikey, du hast sie besiegt. Ja. Ich bin nicht aufzuhalten. Mhm. Hurra. Mach weiter. Zeit für das nächste Level. Komm schon. Du hast es geschafft. Wow. Jetzt musst du noch mehr Treppen erklimmen. Warum gibt es so viele Schritte? Komm schon. Lass uns das durchziehen. Du hast es fast geschafft, Mikey. Was befindet sich auf Ebene 2? Wirf einen Blick darauf. Na? Es gibt zwei Türen. Eine eiserne und eine goldene. Nur ein Weg ist richtig. Und ich muss mich zwischen den beiden entscheiden? Das habe ich so nie genau gesagt. Wähle mit Bedacht. Nun, ich weiß, was zu tun ist. Wirklich? Ja, die goldene Tür. Oh. Diese. Wenn du das sagst? Ich kann an deiner Reaktion erkennen, dass es tatsächlich die ist. Ich habe mich umentschieden für die eiserne. Fertig? Los! Warte! Nein! Oh, willst du mich? Oh, Mikey, schade. Oh. Es tut mir leid, dir das sagen zu müssen, aber es ist nicht die eiserne Tür. Es ist also die goldene? Oh, warte, das habe ich nicht gesagt. Der Sieg ist mein! Es ist wieder passiert! Du hast auf die harte Tour herausgefunden, dass zwei Türen zum selben Ort führen. Was? Es gibt keine richtige Antwort? Du hast es nur noch nicht gefunden. Was ist es? Du hast die eisernen und die goldenen Türen ausprobiert und sie waren beide falsch. Ja? Was gibt es sonst noch? Was? Komm schon. Hä? Hey, du hast es verstanden. Das Gemälde war in Wirklichkeit eine Geheimtür? Du hast recht. Prima. Du hast es geschafft. Deshalb hast du immer wieder gesagt, es gäbe nur eine richtige Antwort. Ja, die Wahrheit ist, dass es drei Möglichkeiten gibt. Eisen, Gold und der Geheimgang. Du hast es herausgefunden. Hurra! Weiter geht's. Auf geht es. Bin ich kurz vor dem Ende? Ich bin immer noch nicht aufzuhalten. Okay. Warte, was ist das? Na? Warte. Wie bitte? Oh, mach nichts. Guck mal. In Ordnung, los geht's. Hey, was? Haha. Ich sitze in der Falle. Ich kann nicht raus. Wo ist der Ausgang? Hier ist die Sache, Mikey. Hilfe! Du steckst fest. Wirklich? Im Moment bist du auf dich allein gestellt. Aber... Es liegt an dir auszubrechen.
Wie mache ich das? Einen Tipp gefällig? Ja! Das Zimmer ist ein bisschen seltsam. Möglicherweise bemerkst du ein paar Fehler im Inneren. Hm? Vielleicht könntest du sie reparieren? Ich soll die Fehler beheben? Mhm. In diesem Fall beginne ich mit diesen Lampen. Eine von ihnen ist ausgeschaltet. Was passiert, wenn ich sie einschalte? Oh! Hm? Wow, guter Gedanke. Du bist auf dem richtigen Weg, Kumpel. Moment. Eine dieser Falltüren ist hochgeklappt. Ich werde sie herunterklappen. Tolle Arbeit. Es sollte noch etwas anderes geben. Was meinst du? Hm? Etwas anderes. Das sieht interessant aus. Hm. Der mittlere ist gekippt. Kann ich es so bewegen, dass es gerade ist? Sicher. 3, 2, 1. Eine weitere Geheimtür öffnet sich? Das gab es vorher nicht, oder? Du hast es geschafft, Mikey. Gefällt dir die Entlüftung? Wow, ich kann nicht glauben, wie hoch wir sind. Ja, achte auf deine Schritte. Du willst ja nicht ganz auf den Boden fallen. Oh, cool. Ich habe es geschafft. Ja, gut gemacht. Geh weiter die Treppen hinauf, Mikey. Ist das das Ende? Ich kann nicht glauben, dass ich es schon bis zum Gipfel geschafft habe. Nein. Oh, ich verstehe. Was siehst du, Mikey? Hä? Autsch! Einer dieser Kobolde hat mich getroffen. Es gibt so viele. Ja. Warte, ich will nicht gegen sie kämpfen. Du musst sie nicht bekämpfen. Oh. Du musst ihnen nur davonlaufen. Sobald du diesen Hebel betätigst, musst du die Lavaspur beseitigen. Ich soll also den Hebel ziehen und so schnell wie möglich rennen? Mhm. Wird schon schief gehen. Anfangen! Warte! Zieh dich zurück! Oh, es sind so viele! Oh nein! Oh, ich stecke in der Lava fest! Oh, Mikey! Das ging schnell! Dieses Mal musst du schnell laufen. Ich hab es. Ich weiß jetzt, was zu tun ist. Zeit zum Laufen! Los! Hier lang! Das ist super schwer! Schau nach hinten! Komm schon! Sie bewegen sich so schnell! Wow! Spring! Oh, Magmablöcke! Das war super intensiv! Wow! Die Magmablöcke haben sie geschmolzen! Mikey, tolle Arbeit! Es ist an der Zeit, weiterzumachen! Los geht's! Nähere ich mich dem Ende? Das muss es sein! Fast! Hä? Oh! Hä? Schau mal! Drei Truhen? Ja! Und du musst den richtigen auswählen, Mikey! Okay! Nur eine ist ein Gewinn! Diese? Es liegt an dir, Mikey. Nun, diese Truhe sieht ziemlich gut aus. Hm. Kann ich sie öffnen? Mach weiter, aber sei vorsichtig. Vorsichtig? Was auch immer. Das ist es nicht. Wow! Willst du mich? Du hast überlebt. Ja! Okay. Oh. Alles klar, Mikey. Es bleiben nur noch zwei Möglichkeiten. Ich habe einen Block aufgehoben. So, er wird mich beschützen. Wie wird dich dieser Block schützen? Du wirst sehen. Okay. Moment mal. Ah, wirklich? Mikey! Oh. Deine Blockade hat dich nicht sehr gut geschützt. Oh, ich weiß. Noch eine Truhe. Diese muss der Gewinner sein. Ich werf mal einen Blick hinein. Huh? Diese Ausrüstung ist erstaunlich. In der mittleren Truhe befinden sich einige seltene Gegenstände. Cool. Nice. Wow. Ich habe sogar eine neue Waffe bekommen. Prima. Danke, JJ. Mit diesen Gegenständen kann ich auf keinen Fall verlieren. Ja, mit dieser Rüstung kannst du super hoch springen. So episch. Du bist schnell. Ich mache mich auf den Weg. Warte mal. Was ist das? Was meinst du? Das große blaue Ding. Oh, es ist so beängstigend. Naja. Es versucht herauszukommen. Ich will nicht dagegen ankämpfen. Was soll ich tun, JJ? Tut mir leid, aber ich kann dich nicht weggehen lassen. Hä? Zieh den Hebel. In Ordnung. Warum? Deshalb. Ernsthaft? Willst du mich? Du hast den einzigen Ausweg zerstört. Ja, dafür war der Hebel da. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Deine einzige Wahl, Mikey, ist zu kämpfen. Aber es ist so angsteinflößend. Du hast das. Oh, ich habe den Schatz auf der Rückseite gefunden. Du kannst ihn noch nicht öffnen. Du bist stark. Hä? Gut. Bist du nicht schnell? Er kann mich nicht mal berühren. Wow. Bam. Hüte dich vor seinen Angriffen. Oh, ich bin getroffen. Er ist super stark. Ja. In Ordnung. Los geht's. Hol dir den Kobold. Warte. Ich muss nachladen. Ich frage mich, ob ich ihn von der Kante stoßen kann. Probieren wir es aus. Viel Glück. Das ist ein starker Feind. Ich denke aber, dass es funktioniert. Ich habe ihn fast.
Wow, du bist so nah dran. Du hast es geschafft. Hurra! Ich habe gewonnen. Gratuliere. Wow, diese Ausrüstung ist unglaublich. Vielleicht habe ich dir zu viel gegeben. Naja. Danke. Nun zum Schatz. Cool. Wow, das ist episch. Ja. Danke. Magst du das Diamant-Katana? Ja. Es ist ziemlich cool. Ja, es ist super cool. Lass uns zusammenfassen. Heute haben wir einen Stairway to Heaven-Wettbewerb gemacht, bei dem wir unsere eigenen Treppen gebaut haben, damit die andere Person sie überwinden kann. Vergesst nicht zu liken und zu abonnieren. Danke und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wenn euch das heutige Abenteuer gefallen hat, lasst einen Like da und ein Abo. Außerdem kannst du uns auf Twitter, Instagram und TikTok besuchen, wann immer du willst, mit den Links in der Ecke. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.